Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Waldemar. Einen wunderschönen guten Morgen, Salah, und einen wunderschönen guten Morgen an euch alle da draußen. Ja, wie ihr seht, wir sind an einem richtig schönen, geilen, großen See unterwegs. Angelparadies Zwillbrock in Vreden. Andreas Kleinhaus betreibt das Ganze hier, ne? Und wir haben uns hier so eine schöne Hütte gemietet, weil wir einfach auch ja ein bisschen ausschlafen wollen, ne, Salah? Du, das gefällt mir. Da ist sogar eine schöne Heizung drin. Genau, richtig, ja, da kommt man auch noch mal näher drauf zurück, ne? Haben uns halt so eine schöne Hütte hier genommen, stehen jetzt hier mitten im Wind, ja, und wollen jetzt gleich mal ein paar Fischis fangen, ne? So, und da der See ja, ich sag mal, doch dafür bekannt ist, halt groß, sehr tief, ne? Und ja, Fische, gerade dafür bekannt sind, sehr eigenwillig, ja, und suchen sich auch schon mal gerne die Standplätze aus und auch die Höhen, je nach Wetter und so. Ja, werden wir heute so ein bisschen versuchen rauszufinden, auf welcher Höhe wir das Ganze finden oder wo wir die Fische finden können, und werden euch erklären, wie wir dabei vorgehen, ne, Salah? Das gefällt mir, weil heute spielt auch das Wetter verrückt. Ja. Ich glaube, irgendwas mit 70 km/h Wind, aber ja, später wieder Sonne. Ja, genau. Gestern noch Minustemperaturen gehabt, vorgestern Schnee und Hagel. Und jetzt ist warm. Und jetzt ist warm. Also ihr seht ja hier, ne? Also gestern war ich nur so, heute bin ich so. Ja, kann ich mir super vorstellen, dass hier auch die Fische überall sein könnten. Genau, das ist das Problem. Durch dieses wärmeres Wetter jetzt halt, ne, können die tatsächlich überall sein. Der Luftdruck ist natürlich jetzt auch, hat sich wieder verändert gehabt zu den letzten Tagen. Die Temperaturen haben sich verändert. Die Fische können jetzt eigentlich bis kurz unter der Oberfläche stehen. Die können aber auch genauso gut am Boden stehen. Das heißt, wir müssen heute wirklich gucken, ja, wo sind die überhaupt, ne? Und ja, hoffen, ein paar fangen zu können und finden zu können und euch zu zeigen, wie das geht. Da, ne, bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Hör mal. Und eins wird heute passieren, der Salah wird gleich die Routen auspacken. Also zwischendurch wird sich was schwingen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber neue Anlage, wir waren noch nie hier. Ja? Voll geil. Also mir gefällt das mit dem Schilf hier drumherum. Ja? Hier ist wirklich Schilf, naturbelassen. Du hast so schöne Hütchen. Du hast wirklich also Platz, auch so die einzelnen Angler. Hier zum Beispiel sitzt ein Angler, der sitzt ganz für sich alleine. Warum? Rechts sitzen, also links, ne, Entschuldigung, rechts sind wir, links ist ein kompletter Schilfgürtel. Ja? Hinter uns genau das Gleiche, da der nächste auch, ein Platz für sich alleine. Ja, weißt du was, weil das schön hier ist, ja, und weil unsere Fans und unsere Abonnenten immer so nett sind, was hältst du davon, wir hauen was raus. Das weil ich wir weiß, nachher. Du hast heute wieder was, ja, ja schon ja, neu dabei. Ja, ja, also ich habe heute ein paar neue Köder dabei, die sind schon im Handel, Leute. Also nichts heute irgendwas, was ihr noch nicht kaufen könnt, sondern ihr könnt es jetzt schon kaufen. Und jetzt können die das gewinnen sogar. Richtig. Sehr spontan. Ganz spontan, wir gucken mal, wie viel wir da raushauen. Aber da müsst ihr für auf jeden Fall dranbleiben, müsst nachher auch eine kleine Frage beantworten. Ja, wir lassen uns was überlegen. Ja, genau. Und also, wie gesagt, also die Köder gibt es sogar schon im Handel. Und ich kann euch sagen, Auftrieb 1A. Warum? Das Ding, 3 Meter Vorfächer, zieht es hier bis nach oben hin und du kannst noch locker 2-3 Bienenmann draufballern. Ne? Also dranbleiben. Die man aber nicht braucht. Ne? Also schön dranbleiben, genau. Gleich gibt es mehr dazu. Und hoffentlich Fisch. Ne? So, jetzt darfst du an die Route. Ich weiß, du bist nervös wieder. Hier du muss darfst wieder an passieren. Deine Routen. Genau, wir fangen jetzt mal an. Bis gleich. Leute, das erste Fischchen. Wir stehen natürlich mega im Wind hier, Essala. Oh, ich hoffe, man kann uns hören. Aber ich sehe, du hast wieder ein Lächeln drauf. Ja. Das heißt? Auf jeden Fall, Fisch on, ne? Fisch on? Genau. Wir haben uns einfach mal jetzt hier in den Wind reingestellt. Ja, weil wo Wind ist, ist auch Fisch. Das sieht man auch hier nebenan. Und hier ist er. Und da ist der Beweis. Da, hör mal, zack. Da so, ist der er. Erste. So, wir haben zum einen haben wir natürlich einen Köder da drauf, den wir euch nachher mal vorstellen werden. Zum anderen sind wir heute hier, um euch zu zeigen, ja, wie geht man an so einem großen See, an so einem tiefen See vor allem vor. Das heißt halt die einzelnen Wasserschichten. Wie finde ich raus, wo sind die Fische? Ja? Wie kriege ich meinen Köder dorthin? Wie bleibt er auch dort? Und ich denke mal, das sind heute so die Fragen, die wir euch beantworten werden oder versuchen zumindest zu beantworten. Damit ihr im besten Fall, wenn ihr dann loszieht, auch ja, mit Fisch belohnt werdet. Ne? Und die sind da kommt er auch schon. Zack. So. Ja, dickes Petri, mein Freund. Dickes Danke. Der erste Fisch machen wir fertig, zeige euch den. He? Und da ist das schöne Stückchen. Und ja, gefangen habe ich den auf unsere neuen Marshmallows. Ne? Weil die sind richtig, richtig gut, gerade wenn man so, ich sag mal, was Auftreibendes haben möchte. Und die bringen dir jeden anderen Köder mit zum Auftreiben. Den hatte ich jetzt garniert mit einer kleinen Bienenmade. Und hab angefangen gehabt mit, ich sag mal, vom Boden aus mit 10 cm. Aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Wie gesagt, erstmal den haben wir schon mal. Route ist schon wieder neu im Wasser. Jetzt kümmere ich mich mal um die zweite und ihr bleibt dran. Bis gleich. We'll be right back.
Ne, da ist er noch. Wie schön, da ist er noch. Ich habe gedacht, der wäre weg. Nein, da ist er, Leute. Live-Biss. Und das war die Montage, die hatte ich noch gar nicht so weit rausgeworfen. Um die wollte ich mich jetzt eigentlich gekümmert haben. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie ein Fisch gesprungen ist. Ja, und mein Schwimmer war weg, ne? Und da ist er. So, nur noch gucken, dass wir den unter der Schnur durchkriegen. So, zackig. Komm mal her, Schätzchen. Ja, und ihr seht, anscheinend habe ich schon die richtige Tiefe gefunden. Und auch die richtige Entfernung. Weil, ja, zwei Routen, beide hintereinander. Ja, machen wir mal fertig und dann zeigen wir euch. Nummer 1, Nummer 2 jetzt gerade. Und das innerhalb kürzester Zeit. Richtige Höhe gefunden, richtigen Köder drauf gehabt. Auf beiden was Verschiedenes. Das eine habe ich euch gerade schon erzählt. Und den zweiten könnt ihr euch schon denken. Natürlich meine Paste, ne? Die schöne Pro-Paste. In Fischgeschmack muss ich dazu eingestehen und komplett in Orange. Mache ich gleich nochmal drauf. Die Route fliegt gleich sofort wieder rein. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ne? Wer fängt, hat recht. Ja, mal schauen. Ja, Waldemar, willst du das gegen den Wind zu werfen? Macht Spaß, oder? Heftig. Ja, aber deswegen mache ich auch, da habe ich schon eins gemacht. Ich habe mir eine Route, die ich normalerweise mit Schwimmer habe, fertig gemacht mit Spiro. Die zweite Standroute eh. Und ich werde gleich mal mit Spiros ein bisschen probieren, weil ich denke mal, damit komme ich doch etwas kraftvoller raus. Es ist schon extrem. Leute, wir reden hier über 65 km/h Wind. Es ist schon extrem. Ja, und sollte ein bisschen mehr werden. Ja. Trotzdem ist ein Angelwetter, oder? Ja, es ist jeder Tag ist Angelzeit. Also jeder Tag ist auch Angelwetter. Man muss sich halt nur vernünftig anziehen. Haben wir ja auch, ne? Ich sag mal jetzt, gut, es ist nicht so kalt. Da lässt man die Jacke auf, oder? Ja, das, so sieht das aus. Und wenn es sobald wieder ein bisschen wärmer wird, dann machen wir die Jacke zu und dann ist das gut, ne? Ja, und ihr seht ja gerade, ich schleppe hier schon mit der Spiro. Oder eher gesagt, mit dem Spiro an meiner Schwimmerroute. Weil im Endeffekt ist es ganz egal, womit ich hier mit der Pro arbeite. Und jetzt bin ich gerade mit dem Spiro dran, einen sinkenden, weil ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, auf welcher Höhe sind sie denn jetzt, ne? So, mittlerweile oder jetzt gerade im Anfang probiere ich natürlich erstmal oben alles abzufischen, ne? Das heißt halt, die ersten 50 cm sind erstmal für mich wichtig und dann müssen wir uns so nach und nach ein bisschen runterarbeiten. Aber ich sag mal, da kommt es auch immer wieder, die Forellen sind mal im Winter unten, mal sind sie im Winter aber auch trotzdem wieder oben. Also da gibt es jetzt keine hundertprozentige Faustregel, aber man kann sich so ein bisschen nachrichten, trotzdem alles ausprobieren und dann sollte man eigentlich auch an den Fisch kommen. Ne? Ja, und das machen wir jetzt gerade. Aha. Jawohl. So, Leute. Der erste gesucht und gefunden Fisch. Tatsächlich mit der Spiro schön im oberen Bereich abgefischt. Weil ja, ab und zu mal sieht man sie springen. Also habe ich mir gedacht, ich probiere es mal oben und siehe da. Zack. Ja, komm, 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 komm. Komm. Ja. Wie sagt man so schön, Wind und Welle bringt Forelle, ne? So sieht aus. Schöner Fisch, mein Freund. Ja, und da, ich sag mal, normalerweise bin ich ja wirklich der Typ, der lieber Schwimmer bevorzugt, weil er da einfach mehr sieht, ne? Aber bei so einem starken Wind muss ich mich auch geschlagen geben, zum einen, zum anderen aber auch einfach. Ja, bei der Tiefe muss ich natürlich gucken, wo hängen sie gerade. Gut, ich sag mal, das, was ich so bis jetzt ein bisschen rausgefunden habe, würde ich zwar mit dem Schwimmer auch noch runterkommen, aber ich komme damit einfach nicht auf Weite. Und da ist natürlich so ein Spiro hervorragend für geeignet. Ich habe jetzt hier so einen langsam sinkenden, also wirklich, der ist ganz, ganz langsam sinkend. Und ja, mit dem kann ich wirklich Schicht für Schicht absuchen. Und wie ich das eigentlich mache, ist eigentlich ganz simpel. Das heißt halt, man kann ja hier vorne am Ufer, kann man ja ungefähr abzählen, wie lange er braucht, bis er auf einen Meter Wassertiefe ist. Eins, zwei, und bei zwei ist er auch ungefähr unten. Und das gleiche Schauspiel kann man auch draußen machen. Das heißt halt, ich werfe ihn raus, zähle bis eins, dann weiß ich so, der schwimmt im oberen Bereich, zähle ein bisschen weiter, ups, da war wieder Fisch. Ja, wieder losgelassen. Da ist er wieder. Nein! Ja, Leute, also mir passiert das genauso. Ne? Ihr seht,
Biss gehabt, zweimal hintereinander, aber dann doch leider nicht ganz verwerten können. Aber der war jetzt noch nicht mal weit draußen, sondern das hat jetzt hier vorne stattgefunden. Und die Höhe hast du jetzt bestimmt rausgefunden? Die Höhe habe ich raus. Die sind alle so, ich sag mal, so bis ein Meter im oberen Bereich. So, wieder raus. Ich lasse ihn jetzt kaum absinken und fange eigentlich auch schon sofort an zu kurbeln, aber ganz langsam. Ja, Waldemar, ich kenne das mit der Pose, aber wie machst du das mit dem Spiro jetzt, wenn du einen Anfasser hast? Okay, also normalerweise würde ich dann die Schnur locker lassen und gucken. Ist heute natürlich leider nicht möglich. Ah, stimmt. Das heißt, ich muss den Fisch erspüren. Das heißt, ich merke, bumm, er hat gebissen. Wenn ich merke, er geht jetzt los, dann gebe ich ihm ein bisschen Zeit und dann gebe ich dem eine. In der Hoffnung, dass er halt wirklich den Köder komplett im Maul drin hat, ne? Also es ist heute ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Du, wir haben über 60 km/h Wind. Ja. Aber dann muss man, glaube ich, doch eine vernünftige Route haben, wo man... Du musst es spüren. Muss es spüren, definitiv. Du musst es spüren. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier unsere Pro Lake, habe ich jetzt genommen, ne? Da merkst du alles, klar. Wunderbar, ich habe gerade die Fische gespürt. Ne, das ist super. Also da kriegst du wirklich jeden Zupfer mit. Das passt schon. Und wie ist das mit der Schnur? Machst du dir Gedanken vorher? Hast du verschiedene Spulen, vielleicht mit einmal dickere Schnur, einmal dünne Schnur? Oder ja, sagst also du? Nee, also ich sag mal, das mache ich allgemein. Ich habe ja dann für die Forellen, habe ich dann, ich sag mal, eine durchgehende 0,20er. Jetzt, wenn Eis auf dem Teichen drauf ist oder sowas und ich muss durch ein Eisloch fischen oder an der Eiskante oder sowas, dann vielleicht auch schon mal ein bisschen gröber. Ja, okay. Aber ansonsten eine 0,20er reicht dir, den Rest macht die Bremse unten, ne? Das stimmt. Und ja, sollte eigentlich funktionieren. Deswegen, Vorfach ist immer ganz wichtig. Ich sag mal, nach jedem Fisch sofort überprüfen. Ja, wie sieht es damit aus? Hat es vielleicht irgendwo eine Beschädigung? Nicht zu faul sein, auf jeden Fall tauschen. Bei einem Knoten erst recht gar nicht lange drüber nachdenken. Sofort tauschen, weil der nächste Biss ist dann auch Fischverlust, ne? Ja, muss ich wirklich sagen, die paar Male, wo ich jetzt mit dir war, immer wieder gesehen, dass die Leute halt durch jetzt einen Vorfachbruch Fische verlieren. Ja, ja. Und das muss man nicht. Also wie gesagt, da ein bisschen drauf achten. Einfach mal öfters halt kontrollieren. Wenn ich einen Fisch drauf hatte, kontrolliere ich auf jeden Fall das Vorfach immer. Zieh einmal mit den Fingern drüber, dann spürst du das ja. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Wenn da irgendwelche Tacker drin sind oder im schlimmsten Fall sogar ein Knoten, ne? Direkt raus. Und die sind ja aus der Verpackung also schon gebunden, also das geht schnell. Genau, deswegen. Also ich habe ja auch oben immer fertig liegen. Das heißt, sollte mal was sein, einfach tauschen. Also ich habe schon so viele Leute gesehen, da habe ich sogar gesehen, dass da ein Knoten drin war. Hast du die drauf informiert, sagst du, hör mal Kollege, guck mal, da ist ein Knoten. Beim nächsten Fisch vorsichtig. Ah, ne, passiert nichts, passiert nichts. Nächster Fisch kommt und dann hörst du nur noch das Fluchen. Kann man sich sparen, ne? Das stimmt. Kann man sich sparen. Also da einfach mal in eine Verpackung gegriffen, neuen Haken raus oder neu gebunden und gut ist. Ne? Jo, und hier schwimmen sogar dicke drin. Also da muss man alles richtig machen. Genau, richtig. Das is it. Also hier ist jede Größe drin und ja, gerade die Großen, die verzeihen dir kein bisschen Nachlässigkeit. Ne? Hast du da ein bisschen irgendwo Fehler im Material oder sonst was, das war's gewesen. Ja. Na, gerade können wir richtig schöne weite Würfe machen mit dem Spiro. Mit dem Schwimmer fast unmöglich. Also da kommt mir alles entgegen schon wieder, ne? Aber was wir auch noch mal probieren könnten, wäre vielleicht mal nachher Kunstköder mit dem Spiro ziehen. Das ist eine gute Idee. Wäre eine Möglichkeit. Gerade für dich so ein bisschen zur Abwechslung. Weil ich sag mal, mit der UL weiß ich nicht, ob man so weit rauskommt, aber ich sag mal, müssen wir ja auch gar nicht, weil ich hatte ja auch schon ein bisschen hier vorne gehabt jetzt, ne? Das stimmt, ja. Deswegen, da können jetzt von allen Richtungen was kommen. Einfach probieren. Was ist das denn los, ey? Was hat der denn? Oh Mann, 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 Mann. Was ist los, Waldemar? Stress? Oh. Ich glaube, das ist was Größeres. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Oh ja, oh ja. Muss nur gucken, hier habe ich über der Schnur, habe ich unter der Schnur. Ne, ist noch nicht mal was Größeres. Aber hat Dampf ohne Ende, aber willig. Sportlich. Und? Dritte Hand? Nee, aber jetzt habe ich die Route drin. Zwei Hände. Mach ich nichts, ja. Ich glaube, das sind zwei Fische.
Sala, das sind zwei Fische. Wie du zwei Fische? Das sind zwei verschiedene Fische. Da ist der eine und da ist der andere. Ich schwöre dir. Wie, beide Ruten jetzt? Ja. Oder? Warte mal, jetzt gucken wir mal nach. Oder ist er an deine Schnur geschwommen? Soll ich helfen? Naja, wobei, ich lass dich machen. Der ist ab und hier ist er dran. Ah, der war tatsächlich durch die Schnur durch. Oben hast du die Schnur dran. Ja. Aber der will. Ich glaube, soll ich mit der packen? Oh, das geht schon. Ganz entspannt. Schauen wir mal. Oh, guck mal, die Sonne scheint auch noch. Ja, für komm, uns gib zum mir die Vergnügen. Eine Route. Gib mir die eine Route. Die muss auf die andere Seite. Die muss rüber, ne? Ja, okay, haben wir schon. Haben wir schon? Haben wir schon. So, ja, Leute, geschafft. Einen verloren, aber den zweiten haben wir ja noch. Und die Sonne scheint langsam. Oh, da kommt er. So, das ist eine schöne Forelle. Schöne, auf jeden Fall. So, komm mal her zu mir, komm. Und kampfstark sind die Dinger, ne? Guck richtig dir das kampfstark. An. Also ich kriege hier kaum rangeprügelt. Ja, wie du immer sagst, ist halt viel Wasser. Ja. Die haben viel Platz. Ja. Und guck mal, ich habe da oben habe ich noch eine andere Montage irgendwo mit eingefangen. Siehst du das? Ja, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht, ne? Du siehst doch nicht hier, komm. Komm schon, jetzt aber. Wirklich jetzt. Kampfstark hier. Jetzt, jetzt. Jawohl. Jawohl. Oh, Leute. Cooler Fisch, auf jeden Fall. Machen wir mal fertig und den zeigen wir euch auf jeden und Fall. Und jetzt ist dir warm, wa? Oh, ja, auf jeden Fall. Boah, schön. Schön, schön, schön. Da ist er, Waldemar, dein Spiro-Forelle. Genau, der Terrormacher, der mir gerade wirklich alles durcheinander gebracht hat. Aber herrlicher Fisch, ganze Flossen, deswegen sind die auch so kammstark. Ja? Und der lebt natürlich nicht, sondern das ist der Wind, der den gerade so schön mit nach vorne zieht. Der Wind ist echt heftig. Ne? Aber ja, die Fische sind griffig, die beißen. Was will ich mehr? Ne? Ist doch einfach nur geil. Ein schöner Fisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute, meine Spiro-Montage. 12 Gramm Spiro, weil ich muss ja auch ein bisschen irgendwie rauskommen, ne? Deswegen 12 Gramm. Dann ein Stopper, ein Gummistopper, ganz wichtig, damit das Ding, wenn es da drauf knallt, nicht auf euer Vorfach oder eher gesagt auf den Knoten knallt. Dann ein Dreifachwirbel, wenn nicht sogar ein Vierfachwirbel, ja? Damit natürlich auch sich der Köder schön drehen kann und keinen Drall in eure Schnur bringt. So, dann kommt ein langes Vorfach. Und da ich mit Paste fische, ein kleines Bleikügelchen, damit ich das Ganze auch, ich sag mal, schnell unten habe und nicht nachher der Spiro hier unten schwimmt und die Paste da oben, sondern irgendwo auch ziemlich ausgeglichen. Ja, und dann natürlich nochmal die Paste am Ende. Ja, und damit ja, haben wir ja schon gefangen und ja, wollen wir jetzt auch weiter fangen. Deswegen probieren wir mal. Schön gegen den Wind. Aber es geht. Das Schöne an den Spiros ist wirklich, die sind so schön schnittig, windschnittig. So, muss natürlich nach dem Auswerfen gucken, da ist ein riesen Schnurbogen, den hole ich mir sofort schnell ein, bis ich Spannung drauf habe und dann langsam kurbeln und hoffen, dass man irgendwann vorne so leichte Einschläge spürt oder im besten Fall sofort einen Festhalter und einen Zug. Und dann kann man natürlich direkt eine geben. So, schön langsam ziehen. So, das Einzige, was man jetzt hier beobachten kann, ist natürlich die Rutenspitze. Ich spüre das sofort im Blenk. Das merkt man einfach hier vorne, wenn man so den Finger drauf hält am Blenk, hat man sofort jeden Zupfer dran oder merkt den auch. Und ja, schön kurbeln. Ja, Salah, was läuft denn da? Ich könnte es doch nicht lassen. Warte mal. Weißt du, allein, wenn ich dieses Schilf hinter mir sehe und dieses große Gewässer, da habe ich mir deine Spoonroute geholt. Ja. Und kriege ich das hin? Was geht wieder hier los? Guck dir das mal an. Geht gut ab, ne? Leute, ich halte gerne die Kamera, aber bei so einem Geräusch hatte ich lieber doch die Route. Ne, das ist so. Schließlich sind wir immer noch Angler. Du, ich guck die ganze Zeit zu. Ey, was geht hier ab? Die sind wirklich kampfstark. Das war vorhin die Geschichte mit dir. Also vorhin hast du auch mit dem zu kämpfen gehabt. War gut, ne? Und das ist die Angel Master und die hat schon Bums. Und der wenig, ne? Komm, ich mach ein bisschen Druck, oder? Ja, ein bisschen kannst du. Komm.
Hast du den NC-Spoon hast du genommen, ja, ne? Den neuen NC-Spoon, ne? Ja, schwarz-gelb war der, glaube ich. Ja, ich hab's gesehen. Ach, schön. Das ist der Schöne mit dem langen Stab, oder? Ne? Zack, runter und Petri. Jawohl. So, jetzt kann ich wieder die Kamera halten, ohne nervös zu werden. Da ist er. Schöner. Wunderbar. Meiner. Ja, Waldemar, da ist er. Da ist er, ne? Mein Spoon-Forelle. Genau. Ich habe lange gewartet und zugeschaut. Ja, und irgendwann mal könnte ich nicht mehr. Spoon-Route gepackt, die AJ Master. Und das ist das Resultat. Ja, genau, das ist das Ergebnis. Geil, oder? Genau. Also tauschen wir lieber. Ich lege wieder den Fisch hin und schnimm die Kamera besser, ja, oder? Ein paar Würfe machst du noch. Top. Schöner Fisch. Was ist jetzt wieder los? Doppeldrill. Meine zweite Route. Und wie geil, wenn man dann jemanden dabei hat, der nicht die Kamera in der Hand hält. Ohne Himmel. Oh, guck mal hier. Ja, wie sieht der Ruder? Jawohl, Leute. Und die ist nicht besser. Die ist nicht schlechter hier. Der Fisch ist gelandet. Den zeigen wir euch gleich. Ich muss erstmal helfen jetzt. Eigentlich nicht meine Art, dass ich hier die Angel von den Anglern in die Hand nehme. Aber jetzt in diesem Falle nicht anders möglich. Mit uns macht ja Spaß. Ja. Yeah. So, aber du hast den Totschläger da. Das ja. Liegt direkt hinter dir, bitte. Wunderbar. Die Möglichkeit besteht natürlich, mit drei Routen zu fischen, optional dazu zu buchen. Ist, wenn die Fische beißen, vielleicht manchmal ein bisschen zu stressig, dann kann man vielleicht doch besser mit einer oder mit zwei Routen fischen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, mit drei Routen fischen zu können. Ja. Petri, Dank. Habe ich das angehört? Der Gastgeber hat dir den großen Drill. Ja. Den Drill durfte ich machen. Naja, nun, so ist es halt. Ne? Ich bin nachher noch mal dran. Genau, aber gut, dass der Andreas direkt neben uns stand. Erstens konnte er mir wunderbar beim Drillen helfen und zum Zweiten halt natürlich immer auch direkt ein paar Fragen an dich. Ne? Ja, kein Ding. Kannst du ruhig ablegen. Und zwar, ich sag mal, viele Angler, die natürlich jetzt das Video sehen werden, hoffen wir, haben dann die Fragen, was kostet mich das Ganze? Ne? Wie kann ich dort die Hütten bieten? Gibt es dort auch Essen? Kann ich Frauen und Kinder mitbringen? Kann ich vielleicht meinen Hund mitbringen? Auch das geht, aber das kriegen wir hin. Also zu den Kosten relativ einfach. Die Übernachtung liegt ab 36 Euro pro Person inklusive Frühstück. Wird hier so gestaffelt, dass nicht jeder gezwungen ist, gleich zu angeln, sondern kann auch die Familie mitbringen oder die Frau, den Kumpel oder wie auch immer. Der zahlt halt nur diese 36 Euro und der Angler zahlt halt die 36 Euro zuzüglich Angelkarte. Wie gesagt, optional dazu zu buchen, die dritte Route, kein Problem. Kann man tagesweise gestalten, wie man das gerne möchte. Buchen am besten über die Homepage. Da ist ein Belegungskalender, den kann man dann eher sehen. Und da sieht man dann sofort die Verfügbarkeit der einzelnen Häuser. Geht auch relativ einfach, habe ich auch geguckt gehabt. Also, ja. Relativ simpel und recht schnell. Also gibt eine automatische Mail zurück. Also ist eigentlich relativ selbsterklärend, die ganze Geschichte. Ja klar, Frühstück, wie gesagt, Rührei, Speck, Brötchen, so viel Mittagessen. Mittagessen ist auch möglich, Abendessen ist auch möglich. Alles frisch, habe ich gesehen. Alles, immer, ne? Alles gut, alles so, wie das soll. Fleisch, Fisch, ne? Alles. Es wird geräuchert, wir haben einen Schlachtraum, Toiletten, Duschen, das ist alles vorhanden. Leute, ihr hört's, also was will man mehr? Man kann die Frau mitbringen, man kann die Kinder mitbringen. Der Hund kann auch mit. Der Hund kann mit, ja. Ich habe manchmal auch noch Probleme, wo soll ich meinen Hund hinpacken? Aber dann hier kann ich ihn das nächste Mal mitnehmen, ne? Ja, was will man eigentlich mehr? Deswegen, wenn ihr Fragen habt. Mit dem Auto bis direkt zur Hütte fahren, also auch da kein Thema. Richtig, habe ich ganz vergessen, ne? Das ist natürlich für die Leute, die schlecht zu Fuß sind, so wie mich. Da kommt ja dann doch immer ein bisschen zusammen, weil man so nach zwei Tagen Angeln so braucht. Ne? Definitiv. Und so, und dann braucht man es eben nicht schleppen können mit dem Auto bis direkt an die Hütte fahren oder direkt an den Angelplatz können mit dem Zelt, mit dem Wohnwagen, Wohnmobil, Pavillon, wie auch immer. Was will man mehr, oder? Ne? Ganz groß drauf. Kanada. Ja, ja, Kanada ist mein absolutes Steckenpferd. Im Herbst geht es immer nach Kanada zum Fraser, zum Stör- und Lachsangeln. Das ist meine Passion und meine große Leidenschaft ist halt eben Kanada. Da ist dein Angeln, und, da ist dein da Herz. Da schlägt mein Herz tatsächlich. Und jeder, der Bock hat, mal sowas zu erleben in Kanada, kann sich natürlich auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Entweder hier am See direkt oder über Andys Big Fish Tours. Mega. Mega, Leute, also ihr habt nicht die Möglichkeit, hier beim Andi auf Forellen oder sowas zu angeln. Nein, ihr könnt auch wirklich mal in die Wildnis, ja, absolut. Das wahre Angeln erleben, ja? Ja, absolut. Das also ist doch einfach nur geil. Ja, das kann ich wirklich jedem Angler nur ans Herz legen, einmal Kanada sich anzugucken. Ich meine, mein Paradies ist schon schön und das ist wirklich schon mein Paradies und mein Baby hier, aber
Kanada ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Also Leute, ihr hört schon, hier ist ganz, ganz viel zu holen. Für euch, für eure Familie. Ja, ihr könnt herkommen, könnt die Zeit genießen. Ihr könnt auch mal was richtig Tolles planen. Und wenn ihr nicht weiter wisst, wie das hier läuft, ihr könnt hier einfach mal anrufen. Ja. Ja, du oder deine Mitarbeiter werden ans Telefon gehen. Grundsätzlich ist das Telefon eigentlich immer belegt. Ihr habt immer auf, habe ich gesehen, sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche ist es angeln möglich. Wir haben eine Mittagspause von 13 bis 15 Uhr. In der Saison, jetzt in der Nebensaison bis 17 Uhr ist die Mittagspause. Das heißt, wir sind morgens den ganzen Vormittag hier. Da könnt ihr alle Fragen, die ihr fragen wollt. Und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn einer irgendwie mit dem Filetieren nicht zurechtkommt oder so, da stehen wir natürlich auch gerne dabei. Ja. Geben Anleitungen, helfen. Ihr könnt auch die Fische im Schlachtservice abgeben und dann machen wir es für euch fertig. Aber eigentlich möchte ich gerne, dass ich den Leuten zeige, wie es funktioniert. Und die sollen machen sie selber. Genau, das ist eigentlich das Schönste. So. Das Lebensmittel, was man gefangen hat. Genau, ne? Ich gebe einmal eben kurz eine Anleitung. Ich würde so oder so machen. Und dann, wenn ihr dann gar nicht zurechtkommt, steht natürlich der Schlachtservice zur Verfügung. Aber grundsätzlich. Ja. Macht es selber. Genau. Ne? Leute, ihr hört, also wirklich, wirklich richtig geil hier. Wenn ihr Bock zum Angeln habt, meldet euch einfach auch mal hier beim Andreas. Selbst wenn ihr von weiter her kommt, ihr könnt euch hier so eine Hütte, so eine schöne mieten. Und ich habe schon gesehen, das Ding ist geteilt. Ne? Hinten hast du einen Schlafbereich, vorne hast du einen Sitz- und Wohnbereich irgendwie so. Ne? Genau, so, dass eben der eine auch mal schlafen kann, wenn der die Nacht über die Wache gehalten hat. Oder ist eine gute Idee. Weil sich mal zurückziehen kann. Ja. Ja. Perfekt, gerade mit Kindern, mit Freunden, ich sag mal, die vielleicht nicht so gerne die Nacht durchmachen wollen oder andere, die sie gerne durchmachen wollen. Perfekt. Wir zeigen es euch auf jeden Fall noch. Bleibt dran, es wird noch einiges passieren. Alles klar. Ja, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ja, Leute, ich gebe es zu. Ich habe wieder die Rute in der Hand genommen. Was willst du machen? Aber du hast mich. Der hat mich schön geredet. Der Zala, es ist schönes Wetter. Ja. Großer See, das ist doch dein Ding. Ja, und siehste, zack. Vor allem hat der Andreas hier gerade noch ein paar Barsche gezeigt. Ne? Das, Leute. Ich darf es gar nicht erzählen. Nein, besser nicht. Oh. Hä? Ja, und das ist natürlich geil an so einem großen See, ne? So diese Sprints. Ich bin ein wenig nervös, Waldemar. Ich habe ja selber die AG Master und das macht so einen Spaß. Ja, und übrigens, Waldemar, wir sind demnächst wieder am Bach unterwegs. Ja, genau. Da freue ich mich. Ist nur noch ein paar Tage. Richtig, richtig. Die Zeit ist bald wieder soweit, ne? Auf jeden Fall. Einfach in der Einsamkeit rumlaufen. Ach, die sind kampfstark, ey. Heftig, ne? Also schneige dazu, jetzt die Bremse zuzumachen, aber sollte man lieber nicht, oder? Nein, bloß nicht, bloß nicht. Waldemar, und der macht riesen Radau. Ich mache schon Druck. Ja. Ich mach. Hä? Komm, zeig dich einmal. Kriegst du gar nicht hierher, ne? Weil man hat ja Angst. Also ist im Endeffekt ja schon OL-Angeln. Ist feiner Haken, feine Schnur. Ja, ja, du weißt doch, ganz so fein bin ich nicht. 0,8er. Ja, 0,8er war. Du. Da ist er, jetzt haben wir ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Die sind schön gefärbt. Ja. Die sind wirklich schön gefärbt, schön rot. Du. Der zieht ab wie eine Dampflok, ne? Komm. Ja, Makescher da, ja. Ja. Ja, ich sag doch immer. Fisch im Gesicht. Wind im Gesicht bringt auf jeden Fall Fisch. Ja, ne? Und das ist auch so. Ja, und dieser Fisch ist für die Leute, die immer sagen, Zala, der Arme, der muss auch mal die Rute in die Hand genommen. Genau. Das habe ich gemacht. Und jetzt und habt ihr das. Das hat man davon jetzt. Schöner Fisch. Da hast du dir aber bequem gemacht. Ja, richtig. Hör mal, ja, bei dem Wetter und bei den vielen Fischen, ich sag mal, haben wir uns ja auch eine Pause echt verdient. Ne? Das glaube ich dir, klar. Ja, wir haben auch gerade richtig leckeres Essen bekommen und das werden wir uns jetzt auch erstmal gönnen. Sieht gut aus. Für mich gibt es auch Essen gleich. Genau. Und deswegen bleibt dran, wir angeln gleich noch eine Runde. Köder zeigen wir euch gleich noch, aber jetzt erstmal eine Runde essen. Erstmal essen. Genau. So macht Angel Spaß, mein Freund. So ist es. Schön ausgeglichen. Arbeit und das Vergnügen. Dann lass dir schmecken. Danke.
Und jetzt kommen wir mal zu dem, womit ich das hier die ganze Zeit anködere. Und zwar zum einen natürlich Bienenmaden, keine Frage, ne? Die mache ich immer wieder mal gerne drauf. Zum anderen aber auch hier unser Auftriebsmittel, unsere Marshmallows, ja. Und die stinken wie Sau, haben schönen Überzug drüber. Das heißt halt, der Marshmallow selber löst sich nicht so schnell auf. Ihr könnt die Rute auch mal ein bisschen länger im Wasser liegen lassen. Aber gibt kontinuierlich so einen Duftstoff von sich. Also hier zum Beispiel ist es einfach so, ja, so eine braune Farbe, sage ich mal. Wir haben die aber auch in den verschiedensten Farben und vor allem aber auch in den verschiedensten Geschmackrichtungen. Ja? Bubblegum, Banane, Käse in Weiß, ja, auch bombastisch. Ja? Garlic, also hier Knoblauch in Schwarz. Und ich habe jetzt gerade mal die Pellets drauf gemacht, das heißt die braunen. Mit dem Geruch nach Pellets. Ja, und ihr seht ja hier, die haben so einen schönen Überzug. Und der gibt sowohl Geschmacksstoffe ab, wie aber auch schützt das ganze Ding hier, dass der nicht so schnell, ja, ich sag mal, weich wird und vom Haken fliegt. Wir haben damit natürlich nicht das Rad neu erfunden, aber wir haben hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gefunden, um Marshmallow, ich sag mal, lange haltbar zu machen und vor allem auch fangfähig zu bleiben, ja? Weil das ist ja oft das Problem, man weiß ja auch nie, wie lange kann ich den drauf lassen. Und hier, bis man sich die Frage stellt und dann mal rausholt, wird man feststellen, okay, da war immer noch gut. Wie ködere ich den an? Ich ziehe meinen Haken hier einmal komplett durch. Ja, ist so eine kleine Friemelarbeit. Man kann sich halt auch sparen mit einer kleinen Ködernadel oder sowas. Ja, so, komplett aufs Vorfach. Weil ich brauche den nur als Auftriebsmittel. Und jetzt kommt hier unten einfach nur eine schöne fette Bienenmade drauf. Man könnte das Ganze jetzt auch solo fischen. Kann man auch. Aber ich habe es halt gerne, wenn noch mal irgendwas da unten rumbaumelt an dem Ding. So, jetzt ziehe ich den ein bisschen höher, dann stört er mich nicht. Kann die Bienenmade schön sauber aufködern. Und hier mache ich eigentlich auch die einfachste Methode. Das heißt, einfach oben, also unterm Köpfchen einmal durch, auf der anderen Seite wieder raus. Das Ding läuft nicht aus, hängt sauber und labbrig da dran. So, dann ziehe ich den Marshmallow hier runter. Zack. Und ziehe den bis in das Hakenöhr so ein bisschen rein. Zack. So, das war's auch schon. Fangfähiger Köder, der Haken ist schön frei, stört die Forellen auch nicht. Aber für mich hat es dann einfach den Vorteil, ja, der Haken fast besser und fast schneller. So, und jetzt machen wir nur noch eins, jetzt kommt die Rute wieder raus und dann hoffen wir, dass dann ja, wieder Fisch drauf ist. Ne? Bleibt mal dran. Waldemar? Jo. So. Du hast wieder deine Augen überall gehabt. Ja, ich habe schon gesehen, dass der nach oben gegangen ist vorher. Da habe ich mir gedacht, halte ich schon mal parat. Ah, war okay. Ja auch gar nicht verkehrt, weil der ist ja im Anschluss sofort ganz hoch gegangen. Und ich glaube, wenn wir den jetzt gleich draußen haben, ne, dann zeigen wir mal, was da für ein Köder drauf ist. Du, die Sonne scheint. Die Sonne scheint, ist zwar ein bisschen windig, aber perfekt eigentlich, oder? Und die Rute ist krumm, wa? Die Rute ist krumm, ist auch ein schöner Fisch. Also ist keine Portionsforelle. Da kommt er. So, mal den Kescher parat. Ja, jetzt ist wieder der Wind da, ne? Ja. Also falls der Ton wirklich rauscht, dann ja. Ja, verzeiht uns, wir können nichts dafür. So, jetzt guck mal, ich sehe das schon wieder. Ey, das ist ein Fisch, der ist wieder makellos. Und deswegen haben die auch so eine Power, ne? Guck dir das an hier. Oh. Ah, komm her, Schätzchen, komm. Ah, ja, kommt der jawohl, jawohl, da ist er drin. Wir machen den fertig, zeigen euch den auf jeden Fall und zeigen euch dann die Köder, ne? Ich glaube, wird Zeit, ne? Ja, Waldemar, sieht gut aus. Ja, ne? Wunderbarer Fisch. Herrlich, Junge, komplett, alle Flossen dran, super gekämpft, richtig geil. Und ja, womit ich den gefangen habe, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Unsere Marshmallows hier, ne? Und ich sag mal, ihr wart so geil in der letzten Zeit, ihr habt uns so einen tollen Support geleistet und auf alles. Auf jeden Fall. Ne? Sollen wir drei Pakete machen, Zaller? Klar, drei Pakete. Drei Pakete, das heißt, drei Leute können von euch jeweils so ein Paket gewinnen. Kommentiert einfach, was sollen die kommentieren?
wo wir hier sind, oder? Wo wir hier sind. Ja. Finde ich super, ist ja einfach, oder? Ja klar, wir sind hier im Angelparadies 12. Was ist vorgesagt? Also Leute, ihr seid wirklich die Besten. Ja. Super Kommentare von euch. Ja, also drei Pakete. Marshmallows rein, ich denke mal Cappies auch. Wäre nicht verkehrt, vielleicht mit Autogramme von dir. Auch rein. Ja. Also, falls ihr gerne ein Autogramm von Waldemar haben wollt, einfach reinschreiben. Oder von Salah? Ja, du, von mir will das keiner haben. Oh, doch. Also, vielen Dank. Ja. Auf jeden Fall, ihr seid die Geilsten. Danke euch, bleibt dran. Ey. Und wir werden versuchen, euch weiterhin mit ans Wasser zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß mit dir. Genau, ja, auch mit dir, ja, auch mit den anderen Jungs. Das ist einfach nur geil. Das ist doch, ich sag mal, das ist live, das ist Leben, das ist Angeln, das ist, ja. Das ist real, das ist, wir gehen einfach am Spaß. Ja, so soll es sein. So muss das sein. Danke, Leute, und bleibt dran, es geht weiter. Ja, Leute, und jetzt zeigen wir euch mal die Hütte, denn das finde ich echt genial. Kommt mal rein, ja. Ihr habt hier wirklich so eine kleine Ecke, wo ihr euch hinsetzen könnt, eine dicke Heizung, ein richtig großer Kühlschrank, wahrscheinlich unten mit einer Kühltruhe. Ja, und hier hinten in der Ecke habt ihr so den gemütlichen Teil mit zwei Sesselchen, ein Schränkchen oben. Und ja, wenn ihr so Kinder dabei habt oder Kollegen oder Freunde halt, die etwas früher schlafen gehen wollen, bitteschön, ab da rein und dann im Anschluss nur noch Tür zu, gute Nacht, und man kann hier vorne sitzen und Karten spielen oder warten, bis die Routen ablaufen. Top. Ja, Leute, der nächste Biss auf die Standroute, auf das schöne Marshmallow. Zwischenzeitlich habe ich gewechselt und habe mal so einen Bananengeschmack drauf und da zieht er ab. Ja, wohl, da ist er. Da kommt er. Herr, ich habe gedacht, erstmal wenig Gegenwehr und auf einmal doch ganz viel. Ja, das ist natürlich heftig. Ja, die Marshmallows haben natürlich den Vorteil, zum einen duften die, zum anderen haben die natürlich einen riesen Auftrieb, ne? Und das ist natürlich mehr wie gut. Oh, guck mal da. Und ich habe jede Menge Schmodder vorne eingesammelt. Auch nicht verkehrt. Ja, Leute, und es wird langsam auch ein bisschen zu windig. Und ich denke mal, das reicht auch. Wir haben jetzt hier ein paar Stündchen gesessen, konnten richtig gute Fische fangen. Ne? Salah ja auch im Endeffekt. Auf jeden Fall. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank euch nochmal für euren Support. Ihr seid einfach wirklich die Geilsten. Ihr drillt immer noch. Ja, ich muss noch fertig machen. Ja, so einfach kommen die nicht raus. Also waren kampfstarke Fische, Leute. Mega. Also Angelparadies Zwillbrock. Schaut euch das an, wir fliegen gleich weg. Ja, eine richtig schöne Anlage. Also müsst ihr euch mal wirklich angucken. Egal, ob aus der Nähe oder aus der Ferne. Jetzt kommt die langsam. Jetzt kommt sie raus. Und jawohl, da haben wir sie. Der Abschlussfisch. Genau, Leute. Bevor ich wegfliege. Leute, da ist er. Abschlussfisch. Richtig geiles Tier. Richtig schön. Ne? Und den Köder richtig inhaliert. Also die hat den richtig gut gefressen. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch für den geilen Support. Denkt an das Gewinnspiel. Ja? Vergesst nicht kommentieren. Wo sind wir hier? Ne? Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal. Und ja, Angelparadies Zwillbrock ist einfach nur eine geile Anlage. Also wirklich, macht Spaß hier zu angeln. Die Leute sind nett, auch die Mitangler. Das Essen ist mega. Ja, und die Hütten erstmal. Also ich denke mal, wir werden im Sommer noch mal wieder herkommen. Auch noch mal eine Nacht hier in so einer Hütte verbringen. Und bis dahin, ja, bleibt einfach uns treu. Ja, schaut weiter unsere Videos. Ja. Ist ja nicht nur Forelle, ist ja alles mit dabei. Und danke, danke, danke für euren Support. Und ja. Die Sonne kommt immer mehr. Aber genau, der Wind wird zu stark. Der Wind wird viel zu stark, von daher. Genau. Komm, machen wir aus dem Haus einen Heimweg. Es war mega, es hat wieder Spaß gemacht. Geil, geil. So, tolle Fische, tolle Anlage. Es ist ein See, es ist kein Forellenteich. Es ist schon ein schöner See. Genau. Ja, danke dir wieder. Ich danke dir, Leute, wir danken euch. Es gibt was zu gewinnen, also nicht vergessen. Also, was ihr machen müssen, kennt ihr ja. Aber natürlich abonnieren, liken, Kritik, alles nehmen wir. Hauptsache, ihr seid dabei. Genau. Und bis zum nächsten Mal dann. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.